Fühlen Sie sich manchmal von Narzissten umzingelt? Dann kann das an Ihrem Beruf liegen, denn es gibt einige Berufe, die ziehen Narzissten so richtig an. Ist Ihr Beruf vielleicht dabei? Sind die Politiker dabei? Bin ich als YouTuber dabei? Ich werde jetzt schon rot. Hier stelle ich Ihnen 10 Berufe vor, in denen es vor lauter Narzissten nur so wimmelt. Mein Name ist Martin Werner, ich bin Autor des aktuellen Buches Den Netten beißen die Hunde und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag des Jahres inspiriert und vorwärts bringt. Link unter diesem Video. Am Ende dieses Videos, da gehe ich ganz ohne Ironie auf die Frage ein, ob ich womöglich selbst ein Narzisst bin. Schließlich halte ich meinen Kopf vor eine Kamera und schließlich tanze ich hier auf einer Bühne vor über 400.000 Abonnenten. Muss man dafür nicht auch ein Narzisst sein? Ich komme auf diese spannende Frage zurück. Vorweg eine Beobachtung. Menschen mit narzisstischen Zügen, die sind in der heutigen Berufswelt nicht etwa im Nachteil, sondern die sind im Vorteil. Denn genau so, wie sie selber ticken, so ticken auch viele große Unternehmen. Diese Konzerne sehen sich selbst immer an erster Stelle, dafür nutzen sie jedes Steuerschlupfloch, dafür treten sie das Gemeinwohl mit den Füßen, dafür gehen sie über die Leichen der Mitbewerber. Diese Konzerne setzen kriminelle Handlungen zum eigenen Vorteil ein, da wird schon mal bestochen, wenn es sein muss, da wird schon mal eine Abgassoftware manipuliert, da wird schon mal einem Politiker einen Job für später nach der Karriere in Aussicht gestellt, nur damit eine Schweinerei in ein Gesetz gegossen wird. Und diese Konzerne, die sind gut darin, sich selbst in den Himmel zu loben und auf allen Bühnen zu präsentieren, auch wenn die Leistung dazu keinerlei Anlass bietet. Und diese drei Eigenschaften vieler Konzerne, nämlich dass sie egozentrisch handeln, dass sie Regeln zum eigenen Vorteil brechen und dass sie bei ihrer Selbstdarstellung von der Leistung weit abweichen, diese drei Eigenschaften, die machen auch narzisstische Charaktere aus. Und dieses Verhalten eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin, das wird natürlich belohnt. Darf es da wundern, dass Narzissten besonders oft in die Chefsessel der Wirtschaft und der Politik stürmen? Wenn Sie das Thema weiter interessiert, dann sollten Sie einmal das vorzügliche Buch »Die narzisstische Gesellschaft« des Psychiaters Hans-Joachim Marz lesen. Und nun nenne ich Ihnen die 10 Berufe, in denen es überdurchschnittlich viele Narzissten gibt, ehe ich Ihnen die Frage beantworte, ob ich als YouTuber womöglich selbst ein Narzisst bin und gerade deshalb im Thema so bewandert. Erster Beruf, der Narzissten anzieht, der Beruf des Türstehers. Was hat ein Türsteher? Ein Türsteher, der hat natürlich die Macht. Er hat die Macht, Menschen zurückzumeisen. Er hat die Macht, Menschen zu sortieren. Er hat die Macht zu sagen, du darfst rein in mein Himmelreich und du bleibst hübsch draußen. Und dabei kann er sich nach Kriterien richten, die er sich zum Teil selber ausdenkt. Das heißt, er kann seine Machtfantasien ausüben und er kann Menschen einen Schaden zufügen, ohne dass diese Menschen sich richtig wehren können. Das lieben narzisstische Charaktere und darum gibt es etliche Türsteher, die Narzissten sind. Und damit bin ich beim zweiten Beruf, der Narzissten anzieht, und zwar der Beruf des Managers. Ich habe es gerade geschrieben, wie Großkonzerne funktionieren. Da ist ganz viel Narzisstisches angelegt. Manager sind oft gut darin, den eigenen Vorteil in den Mittelpunkt zu stellen. Manager sind gut darin, Gesetze zu brechen, wenn es ihnen persönlich und dem Unternehmen dient. Und einige Manager, die haben überhaupt keine Skrupel, Mitarbeiter massenweise zu entlassen. Hauptsache, der Börsenkurs geht nach oben und Hauptsache, die eigene Provision und die eigene Rendite, die stimmt am Ende des Jahres. Dieser Egoismus, dieser gnadenlose Egoismus, der prägt unser Wirtschaftssystem und das ist einer der Gründe, warum die Nieten in Nadelstreifen so schnell nach oben kommen und warum die geradezu die Aushängeschilder unserer Wirtschaft geworden sind, bis wieder ein Unternehmen am Boden zerschellt, bis wieder ein großer Betrug wie beispielsweise im Abgasskandal aufgeflogen ist und bis die ehemaligen Manager, siehe zum Beispiel Porsche, dann eines Tages vor Gericht stehen und dort angeklagt werden. Jetzt komme ich zum dritten Beruf, der Narzissten anzieht, ehe ich Ihnen später auf die Frage Antwort gebe, ob ich selbst womöglich ein Narzisst bin. Es ist der Beruf des Fitnesstrainers.
Tja, wer wird Fitnesstrainer? Das kann natürlich jemand werden, der einfach nur an seiner Fitness interessiert ist. Es kann aber auch jemand sein, der sehr großen Wert auf sein Äußeres, auf seinen Körper legt. Es kann jemand sein, der gerne stählerne Muskeln präsentiert. Es kann jemand sein, der es liebt, andere Menschen schwitzen zu lassen, anderen Menschen zu zeigen, dass sie körperlich nicht so gut drauf sind, anderen Menschen also Überlegenheit zu demonstrieren. Der Beruf des Fitnesstrainers, der gibt zu all dem Gelegenheit. Er verleiht demjenigen, der den Beruf ausübt, eine gewisse Macht. Und darum zieht es viele Narzissten in diesen Beruf und übrigens auch in die Bodybuilder-Szene. Und da bin ich beim vierten Beruf, der Narzissten anzieht, und zwar dem des Journalisten. Nehmen wir mal ganz besonders den Fernsehjournalisten. Ein Fernsehjournalist, der sitzt wie ich hier vor einer Kamera. Ein Fernsehjournalist, der hat ein großes Publikum, das er ansprechen kann. Und er kann zu dem Gefühl kommen, Mensch, bin ich eine bedeutende Persönlichkeit. Ohne mich würde das Land stillstehen. Überall in den Wohnzimmern der Nation, da warten die Menschen darauf, dass mein wunderschönes Gesicht auftaucht und dass ich meine sehr klugen Sätze sage, ohne mich wäre in diesem Land gar nichts los. Diese Selbstüberschätzung, nur weil man ein paar Leute per Fernseher erreicht, diese Selbstüberschätzung, die gibt es in der Tat bei einigen Fernsehjournalisten. Und es ist natürlich ein Beruf, der überdurchschnittlich viele Narzissten anzieht. Wobei ich gleich dazu sagen muss, und das gilt jetzt für alle Berufe, man kann diesen Beruf auch ausüben, ohne ein Narzisst zu sein. Aber wenn Sie den Beruf ausüben, dann werden Sie bestimmt Kolleginnen und Kollegen kennen mit einer narzisstischen Tendenz. Und damit bin ich beim fünften Beruf, der Narzissten anzieht, und zwar dem Beruf des Vertriebsmitarbeiters. Der Vertriebsmitarbeiter, das ist jemand, der Produkte verkauft, der dafür auf Kunden zugeht, der also das Unternehmen im wahrsten Sinne repräsentiert. Und das lieben Narzissten natürlich, dass sie irgendwo an der Haustür klingeln und sie stehen da nicht als Hans Müller, sondern sie stehen dort als der Vertreter eines Weltkonzerns. Als der Vertreter eines Imperiums. Sie fühlen sich also so, als hätten sie all die Macht, all das Geld, all die Power dieses Unternehmens in sich vereint. Als wären sie das Unternehmen. Da findet also eine Verwechslung statt. Der Mitarbeiter des Weltkonzerns, der hält sich für einen Weltmann, für einen Einpersonen-Weltkonzern. Und er denkt, der Glanz des Unternehmens strahle auf ihn ab. Und er denkt es so lange, bis er eine Umkehrung macht und sagt, ich strahle auf diesen Konzern ab und ohne mich und meine Vertriebsleistung ist dieser Konzern im Eimer. Und was muss ein Vertriebsmitarbeiter tun? Er muss Kunden überzeugen, manchmal auch überreden und im schlechtesten Fall manipulieren. Und genau daran erkennen Sie schlechte Vertriebsmitarbeiter, zum Beispiel Narzissten, die im Versicherungsvertrieb tätig sind. Die bringen Menschen dann dazu, dass die laufende Verträge gegen jede Vernunft kündigen, nur damit sie selbst ein Produkt platzieren können. Im Vertrieb finden Sie überdurchschnittlich viele Narzissten. Und jetzt folgen noch vier Berufe, ehe mein eigener möglicher Narzisstenberuf folgt und ich Ihnen sage, ob ich womöglich selbst ein Narzisst bin. Sechster Beruf, der Narzissten anzieht, der Beruf des Schauspielers. Ein Schauspieler, der steht vor der Kamera, ein Schauspieler, der kann sich produzieren und ein Schauspieler, der hat das Publikum vor sich. Und was passiert, wenn er einen guten Job macht, zum Beispiel im Theater? Er kriegt Applaus, er kriegt Jubel, er kann Menschen bewegen, er kann Emotionen erzeugen. Und genau das ist ein Kennzeichen vieler Narzissten. Sie wollen Menschen bewegen, sie wollen Emotionen erzeugen. Manchmal ist es Narzissten sogar egal, ob sie Freude erzeugen oder Wut erzeugen oder Trauer erzeugen. Hauptsache, sie spüren, dass sie die Macht haben, die Gefühle anderer Menschen zu steuern. Und all das kann natürlich ein guter Schauspieler. Zudem kann er sich produzieren, zudem kann er sich ins rechte Licht rücken und zudem kann er sich auch körperlich oder wenn er sich für schön hält, auch mit seiner Schönheit produzieren. Und das ist ein Grund, warum unter den Schauspielern auch überdurchschnittlich viele Narzissten sind. Jetzt bin ich beim siebten Beruf, der Narzissten anzieht, und zwar, jetzt werden Sie vielleicht staunen, das ist der Beruf des Psychologen. Ich hätte diesen Beruf hier vielleicht nicht aufgenommen, wenn ich den Hinweis darauf, dass viele Therapeuten Narzissten sind, nicht vom weltweit führenden Narzissmusforscher bekommen hätte, nämlich von Otto Kernberg.
Otto Kernberg, der arbeitet in Amerika, ist ein Jude, der aus Wien fliehen musste vor Hitler. Und Otto Kernberg, der kennt sich mit Narzissmus aus wie kein Zweiter. Und er weist in seinen Büchern darauf hin, dass es überdurchschnittlich viele Narzissten unter den Therapeuten gibt. Meist sind es die Männer. Und die nutzen ihre Macht gegenüber den Patienten dann eben auch mal aus, indem sie zum Beispiel sexuelle Beziehungen mit den Klientinnen suchen oder indem sie das Thema auf Dinge lenken, an denen sie sich selbst ergötzen. Der Beruf des Psychologen, der hat natürlich den Vorteil, man selbst ist keine Rechenschaft schuldig, man selbst wird nicht untersucht, man selbst wird nicht für pathologisch gehalten, nein, denn man selber ist der Entscheider, man selber sagt zu Menschen, du bist gesund und du bist krank und man bestimmt den ganzen Prozess, den ganzen Ablauf. Und was auch interessant ist für einen Narzissten, es kommen die Menschen zum Psychologen dann, wenn sie sich schwach fühlen, wenn sie ein Problem haben. Und da fühlt sich der Narzisst natürlich erhöht, da fühlt er sich in einer Position der Überlegenheit. Und das ist Narzissten ganz wichtig, denn innerlich fühlen sich Narzissten klein, innerlich sind sie gekränkt. Und darum brauchen sie andere um sich herum, die sie für kleiner halten oder die sie zur Not auch klein machen. Und das ist möglich im Beruf des Psychologen. Und da bin ich beim achten Beruf, der Narzissten anzieht, und zwar der Beruf des Geistlichen. Darauf weist ebenfalls Otto Kernberg hin. Wenn ich Geistlicher bin, dann habe ich natürlich auch eine unangreifbare Position. Dann bin ich derjenige, der die Predigt hält, und mir selbst wird keine Predigt gehalten. Dann bin ich derjenige, der die Beichte der armen Sünder abnimmt, aber meine eigene Beichte, die steht eventuell in meiner Wahrnehmung über den Dingen. Das ist auch ein Beruf, der dazu einlädt, sich selbst zu überschätzen, sich selbst für den Mittelpunkt der Welt zu halten. Und es braucht da viel Reflexion, um nicht in diesen Narzissmus abzurutschen. Aber wer von Haus aus ein Narzisst ist, der übt diesen Beruf ja genau deshalb aus. Und auch viele Geistliche, die Kinder missbraucht haben, das sind Narzissten, die ihre Macht missbraucht haben, mit üblen Folgen für die Betroffenen. Und jetzt noch ein Beruf, ehe ich auf meinen eigenen, womöglichen Narzisstenberuf eingehe. Neunter Beruf, der Narzissten anzieht, das ist der Beruf des Arztes, vor allem des leitenden Arztes, des Chefarztes zum Beispiel. Wer ein leitender Arzt ist, der hat in der Hierarchie eines Krankenhauses zum Beispiel, der hat da eine ganz enorme Position. Er kann befehlen, was geschieht. Andere haben sich ihm zu fügen. Und wenn er sagt, wir operieren, dann wird operiert, ganz egal, ob die Operation notwendig ist oder nicht. Wenn er pfeift, dann haben alle zu springen, die Ärzte genauso wie die Schwestern. Das Gefühl, Macht zu haben, Macht über andere Menschen zu haben, ein Gott in Weiß zu sein, dieses Gefühl zieht viele Narzissten an. Aber in Wirklichkeit sind Ärzte, leitende Ärzte, Chefärzte oft nicht am Wohl ihrer Patienten interessiert, sondern am Wohl eines viel wichtigeren Menschen, nämlich am eigenen Wohl. Und jetzt wird es besonders spannend für Sie und vielleicht haben Sie darauf gewartet. Jetzt bin ich beim 10. Beruf, der Narzissten anzieht, und zwar beim Beruf des YouTubers. Was ist damit? Ist man, wenn man sich vor eine Kamera setzt, wie ich, ist man dann ein Narzisst? Wenn man aus dem eigenen Leben erzählt und das ungeheuer wichtig nimmt, wenn man der Meinung ist, dass was ich zu sagen habe, was ich gedacht habe, was ich erlebt habe, das muss Sie hier vor dem Bildschirm oder vor dem Handy, das muss Sie ungeheuer interessieren. Selbstverständlich ist das so. Viele Menschen, die das Licht der Öffentlichkeit suchen, auch als YouTuber suchen, viele Leute, die haben Defizite und die wollen diese narzisstischen Defizite ausgleichen, indem sie sich ganz viel Anerkennung, ganz viel Ruhm von außen holen. Und Sie können es sich vorstellen, wenn man mal Kommentare unter seinen Videos liest und da heißt es, durch Sie habe ich mein Leben verändert oder durch Sie habe ich einen neuen Job gefunden oder dank Ihnen habe ich einen politischen Prozess endlich verstanden. Das sind natürlich wunderbare Köder. Und wenn jemand zu einer narzisstischen Neigung tendiert, dann ist die Gefahr groß, dass er dem erliegt und dass er sich dann irgendwann für so eine Art Gott in Menschengestalt hält. Und nun zu der Frage, ob ich selbst ein Narzisst bin. Schließlich bin ich YouTuber, schließlich lade ich jede Woche 3 Videos hoch und ich spreche hier vor vielen Zuschauern. Ich habe mir dazu 3 Schlüsselfragen gestellt und zwar angelehnt an einen internationalen Narzissmustest. Antworten Sie gerne in Gedanken mit, um herauszufinden, wie es um Ihren Narzissmus steht. Die 3. Frage, die wird für mich etwas brenzlig, das werden Sie gleich noch sehen. Mal gespannt, wie es für Sie wird. Frage 1. Halte ich mich für etwas ganz Besonderes?
Ich glaube, dass ich einen guten und einen sinnvollen Job mache, aber ich glaube auch, dass die Arbeit einer Krankenschwester oder die Arbeit eines Müllmanns oder die Arbeit einer Trauerrednerin auf ihre Art genauso wichtig wie meine ist. Und wenn ich irgendwo auf einer Party bin, dann spreche ich öfter mal einen ganzen Abend lang mit einem Fremden, ohne dass ich meinen YouTube-Kanal oder meine Bücher erwähne. Ich höre ihm einfach nur zu. Also mein Geltungsdrang, der hält sich in Grenzen. Andererseits, für ganz unwichtig kann ich mich dann doch nicht halten, sonst würde ich nicht davon ausgehen, dass meine Gedanken so viele Menschen interessieren könnten. Frage 2. Übe ich gerne Macht aus und sage anderen, wo es lang geht? Ganz im Gegenteil. Einer der Gründe, warum ich meine Tätigkeit als Manager aufgegeben habe, ist genau der. Ich arbeite am liebsten für mich allein, am liebsten ganz an der Sache. Machtkämpfe sind überhaupt nicht mein Ding, Meetings, die nerven mich und Psychospielchen, die sind für mich ein echter Gräuel. Als Coach gehe ich davon aus, dass jeder Mensch selbst am besten weiß, was gut für ihn ist. Frage 3. Breche ich Regeln zu meinem eigenen Vorteil? Tja, jetzt haben Sie mich erwischt. Es kam schon vor, dass ich schneller als erlaubt mit dem Auto gefahren bin, wenn ich eine Geschwindigkeitsbeschränkung für sinnlos hielt. Ich fuhr zum Beispiel auf eine Baustelle auf der Autobahn, es war Nacht, es war alles frei, da sollte ich Tempo 50 fahren, da hatte ich also mit 70 kein Problem. Und während der Corona-Zeit, da hatte ich keine Bedenken dabei, mein Haus trotz der sogenannten Ausgangssperre nachts für einen Spaziergang zu verlassen. Da habe ich meinen Verstand einfach über das Gesetz gestellt. Das kann ein Anzeichen für Selbstüberschätzung und es kann auch ein Anzeichen für Narzissmus sein. Andererseits nehme ich etliche Privilegien nicht in Anspruch. Zum Beispiel hätte ich Corona-Hilfen beantragen und bekommen können, war aber der Meinung, dass ich dieses Geld lieber jenen Kollegen überlassen sollte, die es dringender als ich gebrauchen können. Unterm Strich glaube ich also, dass ich bestimmt eine kleine narzisstische Neigung habe, wie alle anderen, die in der Öffentlichkeit agieren, und nahezu jeder Mensch, auch Sie, bringt narzisstische Anteile aus der Kindheit mit. Sigmund Freud, der sagt, wir alle werden mit einem primären Narzissmus geboren und das ist überlebenswichtig. Denn ein Kind, das muss schreien, wenn es Hunger hat oder wenn es Schmerzen hat, sonst wird es nicht versorgt, sonst muss es sterben. Nur sollte dieser primäre Narzissmus, nämlich dass das Baby sich für den Mittelpunkt der Welt hält, der sollte nicht in einen sekundären Narzissmus umschlagen, nämlich dass ein Erwachsener sich immer noch für den Mittelpunkt der Welt hält. Und für den Mittelpunkt der Welt halte ich mich ganz sicher nicht. Insofern ist meine Expertise über Narzissmus eher nicht biografischer Natur und darüber bin ich so richtig froh. Schreiben Sie gern einen Kommentar, ob Sie selbst einen narzisstischen Beruf ausüben und ob Sie sich selbst mit Narzissten umgeben in Ihrem Beruf oder auch nicht. Und jetzt schauen Sie gern noch mein Video über 5 Sätze, die jeder Narzisst hasst und die Sie gerade deshalb zu ihm sagen sollten. Wir verlinken das Video in der Infobox und wir blenden es gleich noch zum direkten Anklicken ein. Und wenn Sie selbstbewusst auftreten und damit auch Narzissten abschrecken wollen, dann hilft Ihnen ein wertvolles Geschenk von mir. Ich schenke Ihnen nämlich mein Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort stelle ich Ihnen eine Methode vor, die mir all meine Erfolge im Leben ermöglicht hat, eine Methode, mit der Sie in nur 3 bis 4 Minuten pro Tag Ihr Leben nachhaltig verändern können. Unbedingt schauen, das Webinar ist noch für kurze Zeit umsonst. Klicken Sie hier und schauen Sie sich an, wie es Ihr Leben voranbringen wird. Ich freue mich, wenn Sie mit Glocke abonnieren, dann bekommen Sie vor jedem neuen Video Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.